Alle Betten sind belegt auf Station 9a in Ludwigsburg. Jeden Tag kommen neue Patienten. Guten Morgen. Hallo. Oh, Herr Bart, wir kennen uns noch nicht, ha? Nee. Hallo, Alexandra Stemmler, mein Name. Können Sie noch ein kleines Stückchen vorrutschen, Herr Mayer? Jawohl, super, danke schön. Auf die Patienten eingehen, gleichzeitig immer die Uhr im Hinterkopf. Ja. Es gibt strikte Zeitvorgaben für jede Tätigkeit. Morgens um 6 hat Alexandra Stemmler Schicht angefangen. Wie immer mit der Übergabe. Viele ihrer Patienten sind schwer krank. Man vermutet maligne bei ihm, weil er nämlich seit 2011 ein bekanntes Prostata-CA hat, ist gestürzt im Ende Januar jetzt, war da unter UC bis zum 3. oder 4. Februar jetzt erst mit Rippenfraktur. Wenn Sie das alles hören, was wird Ihre größte Herausforderung heute sein? Das kann ich eigentlich noch nicht sagen, weil ich noch nicht alles gehört habe und noch nicht weiß, wo ich zuständig sein werde. Gleich kommen die Kollegen. Die Patienten wollen Frühstück und die Tabletten sind noch nicht sortiert. Zwei Schwestern kümmern sich um 24 Patienten, zusammen mit zwei Praktikanten. Stationsleiterin Martina Heidemann-Schmidt verteilt die Aufgaben. Keine Zeit verlieren, die Station ist voll belegt. Und bei einem Patienten in einem Mehrbettzimmer ist der Grippetest positiv. Was heißt das für Sie, für die Zimmerbelegung? Das macht es komplizierter, oder? Da draußen warten jetzt ja schon Genau. Leute auf. Also geplant ist ja gewesen, dass ein Patient dort nach Hause geht, dass man dann den Platz mit dem neuen Patienten belegen kann. Das kann ich jetzt nicht machen. Den Platz muss ich jetzt mindestens 48 Stunden freihalten, aus hygienischen Gründen einfach. Und damit komme ich jetzt schon in Zugzwang. Sie müssen flexibel sein, improvisieren und dabei ruhig bleiben. Okay. Das ist die windigen Schwester. Ja, ich sehe immer freundlich. Ja, ja. Okay, wir können wieder raus. Weiter so. Es bleibt immer weniger Zeit für die Patienten. Es wird immer mehr Arbeit. Ein Gefühl, das viele hier haben. Verdi macht ja gerade mobil für die Pflegekräfte. Die sagen, mehr als 90% fühlen sich gehetzt. Können Sie das nachvollziehen? Es gibt schon Zeiten, da fühlt man sich gehetzt. Es ist wirklich so, da rennt man seiner Arbeit hinterher und weiß auch gar nicht, ob man das wirklich alles schafft, was man an dem Tag halt, was so einem vor einem liegt. Zum Glück löst sich bei der Arztvisite wenigstens das Problem mit der Grippe. Ein Patient in einem anderen Zimmer darf am Nachmittag nach Hause. Ein Bett wird frei für einen neuen Patienten. Ich höre mal eben einmal kurz. Mein Kopf ein bisschen nach oben, nicht sprechen. Jeder neue Patient bedeutet für Alexandra Stemmler und die anderen jede Menge Schreibkram. Ja, der Patientendurchlauf ist höher geworden. Also wir haben deutlich mehr Aufnahmen. Wir haben manchmal am Tag bis zu 10 Patienten, die wir aufnehmen. Und dementsprechend auch wieder Entlassung. Das ist ein großer Dokumentationsaufwand auch. Und das ist natürlich die Zeit, die mir dann bei anderen Patienten wieder fehlt. Und ja, daran liegt es. Kurze Frühstückspause vormittags um 11. Ruhige Tage werden immer seltener. Meistens bleibt keine Zeit für Anteilnahme, für Zuwendung. Frustrierend und anstrengend. Ich denke natürlich schon drüber nach, was wird im Alter, sag ich mal. Weil ich denke, dass ich das dann nicht mehr so bewältigen kann, wie ich das jetzt bewältigen kann. Ja, oder? Wie siehst du das schon? Ja, schön. Ja? Das sehe ich auch. Und man denkt natürlich dann desto häufiger auch über Alternativen nach. Klar, was gibt es noch, was kann ich noch machen? Sie liebt ihren Job immer noch. Aber die viele Bürokratie nervt sie, der Zeitdruck. Es ärgert sie, wenn die Patienten dabei zu kurz kommen. Auch heute wird Alexandra Stemmler sicherlich nicht pünktlich Feierabend machen. Oh, na, Vogel, haben Sie geklingelt?